In jedem deiner Sätze steckt eine Mikroaggression. Das ist mein momentaner Lieblingsbegriff. So was kann sich nur eine Generation ausdenken, die nie eine Makroaggression erlebt hat. Ich frage mich, was mein Großvater dazu gesagt hätte. Wenn einem 6 Jahre lang die Granaten um die Ohren geflogen sind, danach Kriegsgefangener, dann kommt man nach Hause, dort wartet eine Frau, mit der die Gefangenschaft erst richtig anfängt. Und dann geht man eines Tages zum Bäcker und sagt wie immer, 10 Brötchen bitte, Fräulein. Aber hinter der Theke steht kein Fräulein, sondern ein Bäckereifachverkäufer-Sternchen in. Und er rastet sofort aus. Er ist kein Fräulein. Er verbittet sich diese binäre Einordnung. Er gehört zur LGBTQ-Community und er fühlt sich momentan nicht als Frau, sondern als Salatgurke. Ja, es ist sowieso schon erschütternd genug, die ganze Zeit Brötchen anfassen zu müssen, die aussehen wie eine klaffende Vulva. Und diese Mikroaggression hat ihn nun vollends traumatisiert. Er kann jetzt nicht mehr weiter bedienen. Was hätte mein Opa gemacht? Das Sturmgewehr haben ihm ja die Russen abgenommen. Zusammen mit dem rechten Bein. Also er hätte der Salatgurke nicht mal mehr in den Arsch treten können. Aber woher kommt das? Warum sind immer mehr Leute wehleidiger als ein Glasknochenkranker beim Pogo? Und tragen das auch noch vor sich her? Ich habe noch gelernt, dass man seine Stärken hervorkehrt und seine Verletzungen verbirgt und möglichst alles mit Humor nimmt. Man nannte das Würde. Na, wie schreiben die heute eine Bewerbung? Mein Name ist Matthias Tretter. Ich wurde 1972 als Frühchen geboren. Nach dem Abschluss meines Germanistikstudiums war ich 3 Jahre drogenabhängig. Ich habe ADHS und eine Brille und 3 meiner 4 Persönlichkeiten interessieren sich sehr für ihre Stelle als Fluglotse.